So, bevor es mal weitergeht, musst du erstmal hier in diesen Bücherschrank gucken. Das ist so ein öffentlicher Bücherschrank, wo man sich kostenlos ein Buch mitnehmen kann. Im besten Falle bringt man natürlich ein altes Buch mit und nimmt sich dann neues mit. Habe ich jetzt nicht. Ich gucke einfach mal so. Vielleicht finde ich was Schönes. So, ich habe tatsächlich was gefunden, was mich interessieren würde. Das Deutschlandbuch. Highlights eines faszinierenden Landes. Ah, das ist ein richtig dicker Klopper. Da haben richtig schöne Bilder drin. Das wiegt ordentlich. Und ich habe ja noch ein paar Kilometer vor mir. Aber ich glaube, wenn ich es nicht mitnehme, ärgere ich mich. Ich nehme es mal mit. Ja, ja. Ja, das reicht auch. Ich nehme es mit. So, hat auch gerade reingepasst. Aber das ist echt schwer. Das ist hier wirklich. Naja, warum nicht? So, jetzt aber. Weiter geht's nach Soest. Da, da steht's. Soest 14 Kilometer. Auf geht's. So, ich habe mal ein Käppchen aufgesetzt, weil die Sonne doch ganz schön knallt. Jetzt gerade natürlich hier nicht im Wald. Hier geht's, aber außerhalb des Waldes, dass mir nicht noch meine Pläte verbrenne. Das ist gerade so schön hier. Ich bin jetzt irgendwie vielleicht 2 Kilometer gefahren, da vom Kloster weg. Und Radweg führt mich jetzt hier durch diesen wunderschönen Wald. Ein bisschen anstrengend zu fahren hier, ist nämlich sehr schotterig. Ich bin Trike immer ein bisschen blöd. Und jetzt klappert da hinten auch wieder alles extrem, wegen der blöden Narbe. Aber naja, das soll mich nicht stören. Nee, was soll ich sagen? Ich habe gerade nochmal so drüber nachgedacht, so gerade so ein bisschen das Ganze auf mich hier wirken lassen. Und es ist einfach so schön, ne? Ich mir mal denke, gibt viele Menschen, die fahren mit ihrem Rad, was weiß ich wohin, ne? Um die ganze Welt und das ist auch schön, würde ich auch gerne mal machen, irgendwie Monate, Jahre lang unterwegs sein, finde ich total klasse, aber gut, werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, gesundheitlich. Nee, aber man braucht gar nicht weit weg. Ja, von Dortmund jetzt hier in den Kreis Soest, das sind irgendwie so um die 40, 45 Kilometer, je nachdem, wo man hinfährt. Das schöne Städtchen Velva jetzt gerade, richtig nett, dann durch Zufall da diesen Mittelalter-Tee-Gewürzladen entdeckt. Diesen leckeren Tee dann gekauft und jetzt direkt im Klostergarten, wo es wunderschön war, den dann direkt getrunken können. Und ach, das ist so. Das sind so Dinge, warum ich solche Touren mache. Deswegen mache ich das. Wegen sowas. Nicht nur wegen des reinen Fahrens, sondern wirklich durch solche kleinen Erlebnisse. Ist halt so ein richtiges, ja, wie sagt man neudeutsch, Mikroabenteuer, ne? Also einfach los, du brauchst gar nicht weit weg, du musst nicht wochenlang unterwegs sein, es muss auch nicht mehrtägig sein, es kann auch mal ein Tag sein, je nachdem, wo du wohnst, da ist klar. Es ist einfach herrlich. Jetzt geht es noch schön nach Soest, natürlich wieder viel zu spät, viel später, als ich gedacht habe, aber gut, ist ja egal. Ich habe Zeit, ich habe keinen Stress, dann komme ich halt ein bisschen später heute Abend zu Hause an. Herrlich, einfach herrlich. Ja, es ist einfach schön, ich fühle mich wieder richtig gut gerade, richtig frei und ach, herrlich. Und es macht auch wirklich riesen Spaß, das Ganze jetzt hier mit euch zu teilen, euch mitzunehmen. Schön, dass ihr dabei seid, meine kleinen Mikro-Touren, Mikro-Abenteuer hier begleitet, wenn euch das gefällt. Auch wenn in meinen Videos vielleicht gar nicht so viel passiert, ne? Keine Action oder so. Und teilweise guckt ihr mir dann zu, wie ich mein Brot esse und wie ich Tee trinke. Aber ich weiß nicht, ich gucke solche Videos auch gerne. Da fällt mir als erstes zum Beispiel der Sack hier ein, der Kai Sackmann. Teilweise seine Videos gehen ja auch irgendwie eine Stunde und ja, wandert auch nur und redet ein bisschen und zeigt, wenn er seine Essen dann macht und wo er übernachtet. Das kann ich mir stundenlang angucken, ganz ehrlich. Ich brauche das nicht so, diese Action und immer so bam, 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 krasse Schnitte und krasse Musik und auch schön, aber das, nee. Naja, ich rede schon wieder viel zu viel. Ich wollte nur kurz sagen, dass es mir gut geht und dass es richtig schön ist. Ja. Ja, bis nach Soest müssen jetzt noch so 10 Kilometer sein. Ich denke, wenn ich entspannt fahre, so 40, 45 Minuten, sollte ich dann da sein. Gucken wir uns Soest ein bisschen an. Und ja, dann gibt es vielleicht sowieso noch ein kleines Highlight für mich. Ich hoffe, das klappt. Hat auch wieder mit Essen zu tun, natürlich, wie auch sonst. Aber das sehen wir gleich. So sieht's aus. Oh, es ist schön hier. Es ist sehr anstrengend zu fahren, aber
Ja, das ist immer blöd hier, so mit dem Zweig. Weil da so zwischenher zu fahren hier, das ist immer ein bisschen anstrengend. Hätte wahrscheinlich auch anders fahren können, aber der Radwegoffizier ging jetzt hierher und war ganz ehrlich, dann fahre ich jetzt halt mit 10 km/h hierher. Das ist ein bisschen ruckelig und ein bisschen anstrengend, aber das ist so schön. Es lohnt sich. Das wollte ich damit sagen. Es lohnt sich. Durch den Wald fahren lohnt sich sowieso immer. Ah, ja. Na, passe ich drunter her? Ah, verdammt. Aber manchmal passt es. Wenn wir den Kopf einziehen, dann passe ich drunter her. Aber ist nicht nötig, weil links kann man auch dran vorbeifahren. Aber ich dachte, drunter herfahren wäre cooler, aber war leider ein bisschen zu niedrig. So, wo geht's lang? Geradeaus. Genau, weiter geht's geradeaus. Guten Tag. So, wir sind aus dem Wald raus. Jetzt haben wir auch wieder richtig schön Asphalt hier. Fährt sich doch direkt angenehmer. Magic Donuts, ja, davon habe ich vorhin geredet, wo ich hin wollte, was mit Essen zu tun hat. Ich bin auch gerade erstmal schön dran vorbeigefahren, musste ein ganzes Stück zurück, ich habe den Laden nicht gesehen. Hier gibt es nämlich auch vegane Donuts. Dann wollen wir mal gucken. Ich habe gehört, ihr habt auch vegane Donuts? Ja, vegane kann ich machen sofort, genau. Ach, kannst du machen, das ist ja super. So, muss er extra für mich jetzt einen machen. Willkommen in Soest. Ich werde mir jetzt mal ein schönes Plätzchen suchen, wo ich erstmal meinen leckeren Donut schnabulieren kann und am besten auch vielleicht irgendwie noch einen Kaffee kochen. Mal gucken, wo nicht ganz so viele Leute sind am besten. Thank you.
hier sieht es doch direkt besser aus. Hier ist nicht viel los. Das war die Qual der Wahl. Welche Bank nehme ich denn? Ach, irgendwo da hinten, würde ich sagen. Ich hoffe, der Donut ist doch noch ganz so warm. Ist es ja nicht. Vielleicht hier in der Ecke. Oder da hinten. Ich nehme die hier. Die ist doch schön. So. Also der Donut ist noch ganz. Okay. In dieser schönen kleinen Schachtel. So. Kann das sehen? Lecker, oder? Ja, die hatten auch gerade keine veganen Donuts da. Hat mir der junge Mann extra jetzt für mich einen gemacht mal eben. Ging mir relativ fix. Ich habe irgendwie 10 Minuten gewartet. Völlig in Ordnung. Also, falls du das sehen solltest an dieser Stelle, vielen Dank nochmal. Ja, das ist jetzt ja veganer Donut zum Karamell-Topping, wie diese Karamellkekse mit dem Oreo drauf und noch ein paar schöne Früchte. Und ich glaube mit Erdnussbutter gefüllt. Ich bin mir nicht sicher, das werden wir gleich sehen. Ich glaube, da haben wir uns ein bisschen missverstanden. Ob er das jetzt auch gemacht hat, das weiß ich nicht. So, der Trengi hat zündet. Wasser sollte gleich kochen. Jetzt noch einen leckeren Lupinenkaffee dazu und dann ja, habe ich auch noch ein bisschen was zu fahren. So circa 40, 45 Kilometer. Und irgendwie muss ich sagen, bin ich jetzt schon ganz schön platt. Aber erstmal ganz entspannt ein kleines Päuschen machen hier. Und ja, dann geht das gleich wieder. Es ist doch zu hell, ne? Ich bin noch die ganze Zeit überbelichtet, glaube ich. Ja, ich glaube, es ist besser. Ich war gerade ein bisschen überbelichtet, weil es vorhin so dunkel war. Jetzt kam die Sonne raus. Ja, für die es interessiert, ich bin jetzt hier in Soest im Bergentalpark. Ja, ich könnte euch jetzt noch was dazu erzählen, aber ich bin gerade eigentlich viel zu müde und habe gar keine Lust. Einfach mal googeln. Aber schön ist es hier. So, wie beim letzten Mal auch. Gibt es ja lecker Lupinenkaffee. Das Ganze kommt jetzt wieder hier einfach in die Kanne. Ja, ein bisschen mehr, so. Ist eigentlich viel zu viel. Kräftig umrühren. So, das Ganze jetzt 5 Minuten ziehen lassen und dann gleich einfach vorsichtig in die Kanne kippen und dann bleibt der Kaffeesatz zurück. So brauche ich dann keinen Filter oder ähnliches. Also ein richtiger Cowboy-Kaffee. Und ja, Lupinenkaffee, wer es noch nicht kennt, einfach mal googeln. Kann ich wärmstens empfehlen für Menschen wie ich, die überhaupt kein Koffein vertragen, aber nicht auf Kaffeegeschmack verzichten wollen. Lupinenkaffee ist komplett koffeinfrei, säurefrei und ja, einfach sehr, sehr lecker. Ja, guckt einfach mal nach. Kann ich euch empfehlen. Dazu jetzt wieder den veganen Kaffeeweißer. Ich hoffe, das reicht noch. Ah ja doch. Ach komm. Rein damit. Zucker. Ist gerade schon fast ein bisschen zu heiß ist hier in der Sonne für Kaffee. Aber was muss, das muss. Also so einen leckeren Donut zu Gebäck. Da brauche ich auch ein Tässchen Kaffee. So. Ja dann. Oh ja. Da ist Erdnussbutter drin. Boah, ist der gut. Köstlich. Köstlich. Vielleicht doch zwei nehmen sollen, aber. Nee, einer reicht. Und diese Mischung mit dieser Karamellcreme, der Erdnussbutter da drin. Und den frischen Früchten oben drauf. Super. Richtig, richtig gut. Finger ablecken ist halt besonders toll, wenn man Spiritus an den Finger hat. Leicht bitter. So lässt es sich doch aushalten, oder? Ah, herrlichst. Thank you.
Kontrolle. So, nachdem ich jetzt meinen leckeren Donut genossen habe und meinen schönen Lupinenkaffee, geht's jetzt weiter, jetzt geht's nach Hause. Eigentlich wollte ich mein Video auch jetzt hier in diesem Park beenden. Aber ja, eine Sache gibt's jetzt noch, die ich noch mitnehmen möchte, die ich mir noch angucken möchte jetzt, bevor ich nach Hause fahre. Und ja, da nehme ich euch noch mit hin. Und dann ist aber auch Schluss. Ferne sieht man schon, der Kattenturm. Ja, hinter mir. Oh, die Linse ist verschmiert. Der Kattenturm. Ich hole mal die Lumix. Kann ich noch bessere Aufnahmen mitmachen. So, jetzt hier sitzend vor dem Kattenturm auf der alten Wallmauer, auf der alten Stadtmauer, werde ich dieses Video jetzt beenden. Eigentlich wollte ich mir noch ganz andere Sachen hier in Soest angucken. Ich hatte mir extra so einige Punkte markiert auf meiner Karte, noch ein paar andere Kirchen und ja, aber es ist schon wieder total spät. Ja, es ist schon 5:30. Ich wollte auch eigentlich viel früher hier in Soest sein, aber ich habe mich dann doch irgendwie ein bisschen zu lange in Velva aufgehalten, wo es natürlich auch wunderschön war. Und ja, wie ich zu Hause losgefahren bin, war es auch schon ein bisschen spät. Das Übliche, man kennt es ja bei mir. Das Zeitmanagement, das ist immer so eine Sache, das muss ich noch lernen. Ja, auf der anderen Seite ist es ja auch egal, ich bin ja allein unterwegs, ich habe keine Verpflichtungen irgendwie oder, ne. Aber ich habe zwei Katzen, zwei Kater zu Hause, die sind auch schon den ganzen Tag alleine, die warten auf mich, die wollen gefüttert werden, die wollen gestreichelt werden. Die tun mir immer leid, wenn sie so lange alleine sind. Ja, ja, 40 Kilometer habe ich jetzt noch ungefähr. Ich fahre auf sehr direkten Weg jetzt nach Hause und werde auch ordentlich Gas geben und auch keine großartigen Pausen mehr machen oder eigentlich gar keine. Ja, so 2,5 Stunden werde ich brauchen. Das heißt also 6, 7, ja, bis ich zu Hause bin, ist es 8 Uhr. Ach, das war so nicht geplant. Ja, nichtsdestotrotz war es heute wirklich ein schöner Tag. Es hat mir wirklich sehr gut gefallen, hat alles doch soweit gut geklappt. Auch Dinge geschehen, Dinge, die ich gar nicht so eingeplant hatte, wie mit diesem Mittelalterladen, mit dem Tee. Und das hat mich sehr gefreut. Und dann in diesem Klostergarten sitzen, das war wirklich sehr schön. Der Donut war super lecker. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mindestens 2 oder 3 genommen. Aber der hatte wahrscheinlich 20.000 Kalorien und deswegen einer wahrscheinlich besser. Ja. Was bleibt noch zu sagen? Das Übliche. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass du mit dabei warst. Ja, ich würde mich freuen, wenn es dir gefallen hat. Hier den Daumen nach oben. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann lass mir doch bitte ein Abo da. Und ja, die Glocke hier, die kannst du natürlich auch noch aktivieren. Dann wirst du demnächst kein Video mehr verpassen. Schon mal ein kleiner Hinweis. Wenn alles gut klappt, werde ich wahrscheinlich in genau zwei Wochen auch eine kleine mehrtägige Tour machen. Wo genau es hingeht, verrate ich noch nicht. Es sind dann nur so, ja, 3, 4, 5 Tage, ich unterwegs sein werde. Ich hoffe, das Wetter spielt mit. Ja, da können wir uns schon mal drauf freuen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Deswegen würde mich freuen, wenn du auch wieder dabei bist. Also, an dieser Stelle, vielen Dank. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal.